Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de, später das Video anschaut. Und wir wollen auch heute wieder im Leben von Jesus weiter studieren. Wir sind gerade in Johannes 8, haben das letzte Mal die sehr bewegende Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin studiert und gesehen, was diese Geschichte eigentlich für eine enorme Tiefe hat, wenn man sie auch im Kontext der ganzen Geschichte der größeren Geschichte und der Bibel betrachtet. Und man kann eigentlich nur Jesus lieb gewinnen, wenn man diese Geschichte studiert. Und heute weitermachen mit einer berühmten Aussage von Jesus. Das werdet ihr gleich sehen. Bevor wir das tun, wollen wir auch heute bitten, dass der Heilige Geist unsere Gedanken leitet und lenkt als unser Lehrer. Dazu wollen wir niederknien und beten, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für die Evangelien, danke für die Worte, die Jesus gesagt hat. Danke, dass wir sie jetzt nach fast 2000 Jahren immer noch in unseren Händen halten können und lesen können und genauso davon profitieren können, wie die Menschen damals in Jerusalem, die Jesus buchstäblich gehört haben. Herr, wir möchten dich bitten, dass tatsächlich heute auch, wenn wir seine Worte lesen, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes zu uns persönlich hören und dass diese Worte uns ermutigen, aufrütteln, stärken und verändern, so wie du es dir wünschst. Denn du hast versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und darum bitte ich dich für mein Leben und für unser aller Leben. Im Namen Jesu. Amen. Johannes Kapitel 8. Dort wollen wir weitermachen, wie gerade schon gesagt, haben wir das letzte Mal diese ersten 11 Verse gelesen, dieser Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin mit den berühmten Worten am Ende, als Jesus ihr gesagt hat, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hat nicht die Sünde gut geheißen, er hat ihr die Sünde vergeben. Aber nicht nur das, er hat die Sünde vergeben, weil er sie als Menschen so unendlich lieb hat. Hat er nicht nur ihre Vergangenheit reingewaschen, sondern ihr auch die Kraft gegeben, in Zukunft ein anderes Leben leben zu können. Was wäre das für ein Gott, der zwar immer die Vergangenheit reinwäscht, aber uns dann immer wieder neu reinfallen lässt, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Jesus nimmt die Vergangenheit und schenkt Zukunft. Er vergibt die Sünde und gibt Kraft für den Gehorsam jetzt, und weil der Gehorsam Gott gegenüber ist das Beste, was uns passieren kann, eigentlich. Nicht eigentlich, immer. Und deswegen ist das Evangelium erst dann vollständig, wenn wir beides haben. Die Vergebung der Sünden und die Kraft, die durch den Heiligen Geist kommt, in Jesus dann auch ein Leben zu leben, so wie Gott es sich vorstellt und für uns auch geplant hat. Das ist die Rechtfertigung und die Heiligung, ganz praktisch erklärt. Heute gehen wir ein Vers weiter zu einer der berühmtesten Aussagen von Jesus. Eine der Worte, die man als die Ich-Bin-Worte beschreibt. Wir haben so eines schon in Johannes 6 gelesen, als Jesus damals gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Aber wir wollen heute Johannes 8, Vers 12 lesen. Und dort heißt es nun in Johannes 8, Vers 12, mag das jemand von euch mal vorlesen? Und redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Genau, Johannes 6 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. In Johannes 8 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und das ist ein ganz großes Thema in der Bibel, wie wir sehen werden, von ganz Anfang bis ans Ende. Und das wollen wir heute ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Aber zunächst wollen wir uns die Frage stellen, wann sagt er das und in welchem Zusammenhang sagt er das? Wir haben ja gerade gesehen, wir sind immer noch in Johannes 8 dort. Wir haben gesehen, die Geschichte mit der Ehebrecherin war direkt im Kontext von dem, was in Johannes 7 passiert ist. Ja? Im Kontext dieses Laubhüttenfestes, das jetzt gerade zu Ende gegangen war. Jesus ist in Jerusalem. Immer noch dort. Wir haben sogar den Hinweis in Vers 20 von Johannes 8, da werden wir dann später nochmal drauf kommen, aber wir können jetzt schon mal Vers 20 mal vorgreifend lesen. Mag jemand Johannes 8, Vers 20 lesen? Diese Worte redet Jesus bei dem Opferkasten, als im Tempel lehrte und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Genau, für uns ist jetzt, wir werden später über Vers 20 noch ausführlicher reden, aber was uns jetzt hier interessiert ist, wo er das lehrte, wo er das sagte, ich bin das Licht der Welt, nämlich offensichtlich am Tempel. Wir haben ja gesehen, in Johannes 8 am Anfang war er auch wieder in die Stadt gekommen. Das Fest war zwar formal zu Ende, aber er war in die Stadt gekommen, um im Tempel zu lernen. Und auch hier ist er offensichtlich wieder im Tempel. Dieser Opferkasten, so sagen uns Leute, die das studiert haben, dieser Opferkasten befand sich in dem sogenannten Vorhof der Frauen. Es gab verschiedene Vorhöfe im Tempel in Jerusalem zur Zeit von Jesus. Die waren unterschiedlich stark abgegrenzt. Also zu einigen Vorhöfen hatte man leichter Zutritt, zu anderen weniger. Ja? Und der Vorhof der Frauen, das war der, wo am meisten Menschen Zugang hatten, ja, der am wenigsten beschränkt war, zugangsbeschränkt. Und mit anderen Worten, Jesus redet hier an einem Ort, wo ihn möglichst viele hören können und gleichzeitig trotzdem im Zusammenhang mit dem Heiligtum ist. Man weiß, dass an diesem, in diesem Vorhof der Frauen es 4 außergewöhnlich große Leuchter gab. Das ist ganz interessant, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Es gab dort in diesem Vorhof, wo Jesus dort predigte, 4 gigantische Leuchter und jeder von ihnen hatte noch einmal 4 große Schalen voll Öl. Und die wurden dann insbesondere beim Laubhüttenfest am ersten Tag, in der ersten Nacht, am ersten Abend angezündet, sodass, wenn es dann Nacht wurde, diese gigantischen Leuchter da am Tempel Licht gegeben haben in die ganze Umgebung. Das war eine Zeremonie, die eigentlich daran erinnern sollte, dass Gott auch bei der Wüstenwanderung, ihr erinnert euch, bei dem Laubhüttenfest gab es immer so Rituale und Zeremonien, die an die Wüstenwanderung erinnert haben, ja auch mit dem Wasser aus dem Felsen. Und diese Zeremonie sollte daran erinnern, dass Gott als eine Wolken- und Feuersäule in der Wüste sie geführt hat. Und da sollten die Israeliten sich also erinnern, dass indem sie dieses Licht haben in der Finsternis, das in der Finsternis leuchtete. Und Ellen White beschreibt das wie folgt. Verzeiht, es sind nicht 4 Leuchter, sie beschreibt 2 Leuchter. Das habe ich hier falsch hier geschrieben. Es sind 2 große Lampen von großer Gewand, dann aber soweit ich weiß, jeder mit jeweils 4 Schalen. Aber wie dem auch sei, es waren jeweils Leuchter und es hat geleuchtet, nicht wahr? Und dann sagt sie, diese Zeremonie erinnerte an die Feuersäule, die Lichtsäule, die Israel durch die Wüste führte. Und sie wurde auch betrachtet als ein Hinweis auf den kommenden Messias. Wir werden noch lernen, die jüdische Tradition hatte das Wort Licht als eine Bezeichnung für den kommenden Messias. Man sagte, der Messias wird unter anderem unter dem Namen Licht bekannt sein. Und deswegen ist es natürlich interessant, was Jesus jetzt hier sagt. Dann sagt sie Folgendes. Am Abend, wenn diese Leuchter angezündet waren, war der Vorhof eine Szene großer Freude. Grauhaarige Männer, die Priester des Tempels und die Leiter des Volkes, alle verbanden sich in festlichen Tänzen zum Klang von Instrumentalmusik und den Gesängen der Leviten. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja, das war schon dunkel, dieses Licht leuchtet, gibt so ein ganz besonderes Licht und dann gab es Instrumentalmusik und die Leviten sangen Psalmen und all die älteren Männer haben sich dann so in so Reigentänzen versammelt und es war eine großes Freudenfest. Das ganze Laubhüttenfest war ja auch eine sehr freudige Angelegenheit. Und Ellen White sagt dann, in der Erleuchtung von Jerusalem durch diese Leuchter hatten die Menschen ihre Hoffnung auf das Kommen des Messias ausgedrückt, dass er sein Licht auf Israel leuchten würde. Ja, das war die Idee. Wenn der Messias kommt, dann ist da ein Licht in unserer Finsternis und er wird uns das Licht geben. Ja? Aber für Jesus hatte diese Szenerie eine weitere Bedeutung, eine tiefere Bedeutung. So wie diese Leuchter im Tempel alles um sie herum erleuchteten, so ist Christus die Quelle des geistlichen Lichtes, derjenige, der die Finsternis der Welt erleuchtet. Aber dann sagt sie, aber das Symbol war noch nicht vollkommen, es war unvollkommen. Das große Licht, das er selbst an den Himmel gesetzt hatte, war eine noch bessere Repräsentation der Herrlichkeit seiner Mission. Und dann sagt sie, am nächsten Morgen, nach diesem ganzen Freudenfesten mit dem Licht, das da im Tempel leuchtete, es war morgen, die Sonne war gerade über dem Ölberg aufgegangen und ihre Strahlen fielen mit unfassbarer Helligkeit auf den Palast, ja, mit dem Marmor, dem Marmorpalast, und hat das Gold der Tempelwände, der Tempelmauern angeleuchtet. Als Jesus, und jetzt kommt's, jetzt sagt sie, als Jesus zur Sonne zeigte und gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Also wir lesen hier Johannes 8, Vers 12, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, als ob er irgendwann mal zwischendurch gesagt hat, übrigens, ich bin das Licht der Welt. Aber für die Menschen damals war das eine ganz interessante Sache. Sie hatten gerade am Tag zuvor oder am Abend zuvor diese Festlichkeit, diese Tänze gehabt mit dem Licht, und das war für sie eine Hoffnung. Aber Jesus hat nicht dann gesagt, ich bin das Licht der Welt, er hat gewartet, bis ein noch helleres Licht kam. Nämlich das hellste Licht, das es auf dieser Welt, zumindest damals so gab, nämlich das Licht der Sonne. Und als das aufging, und ihr wisst, das Licht der Sonne, das erleuchtet nicht nur Jerusalem. Das erleuchtet, die Lampen, die konnten um sich herum einiges erleuchten, aber die Sonne erleuchtet die ganze Welt. Ja, es gibt keinen Erdteil, wo die Sonne nicht hinkommt. Und als die Sonne aufging, hat Jesus tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, er hat zur Sonne gezeigt und hat gesagt, schaut euch die Sonne an, ich bin das Licht der Welt. Mit anderen Worten, die Sonne, das Licht, das die ganze Welt erleuchtet, ist ein Symbol für Jesus. Und das müssen wir ein bisschen genauer verstehen und anwenden. Wo kommt das Licht in der Bibel zum allerersten Mal vor? Ganz am Anfang, oder? Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Aber die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Hat er also am ersten Tag die Sonne geschaffen? Woher kam das Licht? Wenn Gott am ersten Tag das Licht geschaffen hat, das heißt, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und es war am ersten Tag Licht und am zweiten Tag Licht und am dritten Tag Licht. Und am wievielten Tag hat Gott Sonne, Mond und Sterne geschaffen? Am wievielten Tag? Sonne, Mond und Sterne sind am wievielten Tag geschaffen worden? Am vierten Tag, genau, am fünften Tag kommen dann die Vögel und die Fische und am sechsten Tag die Tiere und der Mensch. Am vierten Tag, das heißt 3 Tage lang hat es auf dieser Erde Licht gegeben, Licht und Finsternis, ohne Sonne, Mond und Sterne. Was wollte Gott also damit ausdrücken? Als erste Frage, wer war also die Quelle des Lichts? Gott selbst, ja? Denn in ihm ist Licht, er selbst ist Licht, er ist die Quelle allen Lichts. Indem er also Sonne, Mond und Sterne erst 3 Tage später schuf, wollte er deutlich machen, dass auch die Sonne nur ein Repräsentant der wahren Quelle ist. Ja? Es gibt einen großen Unterschied, ob man die Sonne als Symbol für Jesus betrachtet oder ob man zur Sonne betet. Und ihr wisst, die falschen Religionen tendieren alle genau dazu, nämlich mehr oder weniger auch die Sonne anzubeten oder mit Sonnenanbetung in Verbindung zu stehen. Und da sind sie eben knapp, aber doch deutlich daneben. Denn die Sonne ist zwar ein Symbol für Gottes Kraft und Gottes Licht, aber eben nur ein Symbol, ein Repräsentant. Das eigentliche Licht ist Jesus selbst. Das heißt, wir können eigentlich in Johannes 8 sehen, in dem, was er getan hat, indem er auf die Sonne zeigt und sagt, ich bin das Licht der Welt, hat er eigentlich genau das von der Schöpfungsordnung nochmal repräsentiert und gesagt, das, was ihr dort seht, ist nur ein Repräsentant von mir. Ja, nicht Jesus ist der Repräsentant der Sonne, ja, so wie andere Menschen sich als Sonne dargestellt haben. Es war im Altertum Mode, dass die Könige sich als so Sonnengott dargestellt haben. Ja, dann hat man gesagt, der Pharao ist meine Sonne, ja, gerade im Unterricht. Amarna-Briefe gelesen, das sind so Texte aus dem 13. Jahrhundert, wo dann der Schreiber den Pharao bittet um militärische Hilfe und sagt, du bist meine Sonne. Ja? Aber der Pharao hat sich zwar als Repräsentant der Sonne gesehen, aber er konnte nichts machen, nicht wahr? Er ist nicht die Sonne. Während viele Menschen sich als Repräsentanten der Sonne gesehen haben, sagt Jesus, die Sonne ist ein Repräsentant von mir. Das ist komplett eine andere Sache. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Nicht die Sonne ist das eigentliche Licht der Welt, ich bin das Licht der Welt. Übrigens, das, was am ersten Tag passiert ist, sagt Paulus, soll auch in unseren Herzen passieren, oder? In 2. Korinther 4, Vers 6, vielleicht mögt ihr das mit aufschlagen, 2. Korinther 4, Vers 6, da sagt er, denn, 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der woher hervorzuscheinen? Aus der Finsternis hervorzuscheinen. Wann hat Gott das dem Licht geboten? Wann hat er gesagt, es werde Licht? Wann hat Gott dem Licht geboten, aus der Finsternis zu scheinen? Wann war das? Am ersten Tag der Schöpfung, oder? Als er gesagt hat, es werde Licht. Dieser Gott, der das gemacht hat, hat es auch in unseren, in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Was ist also das Licht, das in unser Herz hineinscheinen soll? Ja, ja, das stimmt. Also schauen wir ganz genau, was sollen wir genau erkennen? Was leuchtet da hinein in Vers 6? Wir werden erleuchtet mit was? Mit der Herrlichkeit Gottes. Mit seiner Herrlichkeit, seinem Charakter, seinem Wesen. Und wir erkennen seinen Charakter im Angesicht Jesu. Denn Jesus offenbart, wie Gott ist. Und indem wir auf Jesus schauen, kommt das Licht der Herrlichkeit Gottes in unser Herz. Denn was wir sehen, das kommt in unser Gehirn. Ja, das ist eigentlich die Idee. Indem wir auf Jesus schauen, werden wir angeleuchtet, durchleuchtet, erleuchtet sozusagen mit der Herrlichkeit Gottes. Man könnte also sagen, wenn es nicht so kurios wäre, die Gläubigen sind die wahren Illuminati. Die wirklich, die wahrhaft erleuchtet. Ne? Nicht die, die vorgeben und Quatsch machen und esoterisches Zeug und okkultes Zeug, sondern die mit dem wahren Licht, dem Licht der Welt erleuchtet sind, nämlich der Herrlichkeit Gottes. Die Idee kommt natürlich im Alten Testament immer wieder und recht häufig vor. Vor allem in Jesaja. Schauen wir mal ein paar Textstellen in Jesaja an. Jesaja Kapitel 9. Und das sind Stellen, von denen wir deutlich sehen, dass sie auf den Messias hinweisen. In Jesaja Kapitel 9 und dort in Vers 1. Jesaja 9, Vers 1, ihr werdet es gleich wiedererkennen, denke ich. Jesaja Kapitel 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wandelt. Was hat Jesus gesagt? Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja? Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein was gesehen? Ein großes Licht gesehen, über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Da haben wir diese Ideen. Ja, da sind Menschen in der Dunkelheit und plötzlich scheint ein Licht. Wisst ihr, von welchem Volk hier die Rede ist in Jesaja 9? Von wem spricht es da? Wer wandelt im Land des Todesschattens? Wo ist die Finsternis, wo plötzlich das Licht aufgeht? Schaut mal ein Vers vorher. Dort steht nämlich in Jesaja 8, Vers 23, doch bleibt nicht im Dunkel, weil nämlich gleich das Licht aufgeht, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit, also zuerst hat er Sebulon und Naphtali gering gemacht, aber danach, in der letzten Zeit, wird er den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Weiß jemand, wo das ist? Am Weg des Sees, Naphtali und Sebulon, wo liegt das ungefähr? Ich gebe euch einen Tipp. Das Gebiet der Heiden, das heißt auf Hebräisch Gelil Hagoyim. Und daraus entwickelt sich im Neuen Testament Galiläa. Ganz genau, Galiläa, das ist dort im Norden. Ja, da, wo die Stämme Sebulon und Naphtali gewesen sind. Das sind die Stämme gewesen und die Gebiete ganz im Norden, die als allererstes von den Assyrern weggenommen worden sind, als das Nordreich dann anfing zu schrumpfen und die Könige kamen, wie Tiglath-Pileser III. Die haben die schon das mitgenommen und dann blieb nur noch ein Teil von Israel übrig. Und das hier, das ist eigentlich der Kontext, um das es geht. Aber Jesaja sagt, zu der Zeit, als der König der Assyrer kommt und da die ersten Gebiete Israels wegnimmt, das gerade das Gebiet, was so ins Dunkel fällt, weil es jetzt nicht mehr Teil von Israel ist, weil jetzt da die Assyrer herrschen und es kaputt machen, dass ausgerechnet in diesem dunklen Land ein Licht aufgehen wird. Und wie erfüllt sich das? Wie hat sich ein Licht erfüllt? Ist ein Licht aufgegangen in Galiläa? Als Jesus kam, oder? Wir finden in Matthäus 4 sogar die Erfüllung, lasst euren Finger in Jesaja. Wir kommen gleich zu Jesaja zurück. In Matthäus 4 wird uns gesagt, als Jesus dann Nazareth verlassen hat und in Kapernaum gedient hat, gewirkt hat, in Vers 13. Matthäus 4, Vers 13. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, ja, nicht wahr? Der Weg des Sees, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Der spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Also Jesus ist nicht nur in Johannes 8 das Licht der Welt, oder? Sondern wir sehen hier, wie sein ganzer Dienst als ein Licht beschrieben wird, das im Alten Testament vorher gesagt worden ist. Zurück zu Jesaja. Also in Jesaja 9 wird das Kommen des Messias mit einem Licht verglichen, das die Finsternis erhält. In Jesaja 42 haben wir eine ähnliche Idee, die jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auch die Grundlage für das ist, was Jesus in Johannes 8, Vers 12 sagt. Jesaja 42 und dort lesen wir Vers 6 und 7. Dort geht es in Jesaja 42 wiederum um den Messias. Ja, das sieht man in Vers 1 schon. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Ja? Heißt es in Vers 3, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Das ist die Beschreibung von Jesus, oder? Und jetzt kommt Vers 6. Jesaja 42, Vers 6. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand, und ich will dich behüten und dich zum was setzen? Zum Bund für das Volk setzen und zum Licht für die Heiden. Was haben die Israeliten oder was haben die Juden gedacht zur Zeit von Jesus? Wenn der Messias kommt, ist ein Licht für uns. Ein Licht für uns. Ja. Es ist ja interessant, dass Jesus in Galiläa, dem Gelil Hagoyim, also dem Gebiet der Heiden, wie es auf Hebräisch heißt, in Galiläa waren ja was viel mehr durchmischt, waren viel mehr auch Ausländer dabei als in Judäa, dass er dort gewirkt hat. Jesus war nicht nur für das Volk Israel der Messias, sondern für alle. Er war das Licht der Welt, das Licht für die Heiden. Das steckt eigentlich dahinter, das Licht der Welt. Ganz ähnlich, noch deutlicher finden wir es in Jesaja 49 oder mindestens genauso deutlich, in Jesaja 49 und dort Vers 6. Jesaja 49 ist wiederum eine messianische Prophezeiung. Ihr seht schon, Jesaja spricht viel vom Messias. Deswegen nennt man ihn auch den alttestamentlichen Evangelisten. Jesaja 49 und dort Vers 6. Da heißt es, ja, er spricht. Das ist jetzt sozusagen Gott der Vater, der zum Messias spricht. Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Hier sagt Gott, wenn du nur die Israeliten retten würdest, wäre das zu wenig. Das würde nicht ausreichen, das entspricht nicht dem, wofür ich den Messias gedacht habe. Der Messias soll ein Licht sein für alle Menschen. Und das zeigt uns wieder dieses Bild, die Israeliten dachten, die Juden dachten zur Zeit von Jesus, wir, nicht wahr? Das Licht erleuchtet Jerusalem, das Licht erleuchtet den Tempel, aber die Sonne erleuchtet zwar den Tempel und Jerusalem, aber auch Samaria und Arabien und Ägypten und Rom. Die Sonne erleuchtet alles. Und das war wieder eines der Momente, wo Jesus seinen Zeitgenossen ein bisschen deutlich machen wollte, ihr denkt zu eng. Ich bin das Licht für die ganze Welt. Nun, Ellen White sagt übrigens über diese Prophezeiung hier in Jesaja 49, Vers 6, diese Prophezeiung wurde allgemein als eine messianische Prophezeiung verstanden, also auch zur Zeit von Jesus. Das ist also nicht etwas, was wir jetzt hier hineininterpretieren und sagen, oh, das passt irgendwie so gut auf Jesus, sondern sie sagt, schon zur Zeit von Jesus, als die Menschen vielleicht nicht mal Jesus angenommen hatten, haben sie gesagt, das hier in Jesaja 49, wer immer das ist der Messias. Ja? Also, als Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, hat er mit anderen Worten gesagt, ich bin der Messias. Ihr wisst, er hat zwar sich immer zurückgehalten mit dem Begriff Messias, weil er wusste, dass es oft missverstanden worden ist, aber hat immer wieder auf verschiedene Art und Weisen, wir haben das in der Bergpredigt damals auch gesehen, immer wieder deutlich gemacht, dass er die Erfüllung all dieser messianischen Prophezeiungen ist. Er ist genau der, der vorhergesagt worden ist. Noch eine Stelle diesbezüglich in Jesaja, Jesaja 60, auch das ganz bekannt, weil das jetzt zeigt, dass es nicht nur um den Messias geht, sondern auch um das Volk, das an den Messias glaubt. Jesaja 60 und dort Vers 1 bis 3. Jesaja 60 und dort Vers 1 bis 3, dort heißt es jetzt zu Israel, zu Jerusalem, oder Israel, mache dich auf, werde was? Werde Licht. Also nicht nur ist Gott selbst Licht, sondern auch das Volk Gottes soll Licht werden. Mache dich auf, werde Licht. Warum? Denn dein Licht kommt. Könnt ihr sehen? Also es geht nicht darum, dass wir selbst Licht produzieren. Auch wenn dort steht, werde Licht, meint das nicht, such dir selbst dein Licht. Sondern weil dein Licht zu dir kommt, sollst du es weitergeben. Du wirst zum Licht. Das ist genau die Aufgabe, die Sonne, Mond und Sterne sozusagen haben. Ja, Gott ist das eigentliche Licht. Aber er überträgt es, Sonne, Mond und Sterne, die es auf die Erde weitertragen. In dem Sinne sind auch wir dann diejenigen, die wie die Sterne funkeln werden, nicht wahr? Die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben. Das ist eine der Ideen. Also noch einmal, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Könnt ihr euch daran erinnern, was wir gesagt haben? In 2. Korinther 4, Vers 6, was leuchtet unser Herz hinein? Im Angesicht Jesu Christi, was erkennen wir dort? Die Herrlichkeit Gottes. Könnt ihr sagen, Paulus hat gesagt, so wie Gott gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht, so leuchtet Gott in unser Herz und was da hineinleuchtet, ist die Herrlichkeit Gottes, die wir im Angesicht Jesu erkennen. Und Jesaja sagt, diese Herrlichkeit kommt und erscheint über mir, erscheint über uns. Das heißt hier, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Dann geht es weiter, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Also wie am Anfang, nicht wahr? Chaos. Und ich denke, man muss nicht viel Fantasie haben, um, wenn man in die Welt sieht, hineingeht, so sieht, wie Chaos regiert. Geistliches Chaos, geistiges Chaos, moralisches Chaos, politisches, ökonomisches, überall Chaos, Finsternis, Dunkelheit. Aber, sagt Gott, die Aufgabe Israels, die Aufgabe des Volkes Gottes, ist es nicht, die Finsternis zu beschreiben. Die Aufgabe ist nicht zu sagen, oh, es ist so finster, schaut, wie finster es ist. Die Aufgabe ist es, inmitten der Finsternis was zu sein? Ein Licht, damit die Finsternis erhellt wird. Damit Menschen sehen, wie Gott wirklich ist, damit sie seinen Charakter verstehen. Denn wenn wir uns immer auf die Finsternis konzentrieren und die Finsternis beschreiben, dann werden die Menschen nur sehen, was sie ohnehin schon sehen. Aber sie müssen ja das sehen, was sie nicht kennen, das, was es ihnen sonst niemand zeigt. Das, was Gott uns gezeigt hat. Denn dadurch werden sie auch erleuchtet. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit, das Licht, erscheint über dir. In der Welt gibt es Finsternis, aber bei Gott gibt es Licht. Und deswegen sagt Jesus, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir können uns entscheiden, ob wir mit der Rest der Welt in Finsternis laufen wollen, nicht wissen, worüber wir stolpern, oder ob wir mit Jesus gehen wollen, der uns Licht gibt und durch den wir selbst zu Licht werden. Denn schaut in Vers 3, und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen. Und dein Licht ist natürlich was für ein Licht? Das ist Jesus in unserem Leben. Denn Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, aber was hat er zu den Jüngern gesagt? Ihr seid das Licht der Welt, sagt er in der Bergpredigt, oder? Aber damit sagt er nicht, dass es zwei Lichter gibt, im Sinne von ich bin eins und ihr seid ein anderes, sondern er sagt, wenn ich das Licht der Welt bin und ihr das Licht der Welt seid, dann bedeutet das, dass ich in eurem Herzen wohnen soll. Denn wenn Jesus das Licht der Welt ist, das so stark leuchtet, dass es jeden Menschen erleuchtet, und er wohnt in meinem Herzen, dann kann ich ja gar nicht, als dass die Strahlen auch woanders hin leuchten. So sollen wir Licht sein. Und das ist gemeint, zu deinem Licht, ja? Und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Also das Licht, das Gott uns schenkt. Und das ist Gottes Plan schon immer gewesen, schon in den Tagen von Abraham, in den Tagen von Mose. Gott sucht Menschen, die seine Herrlichkeit sehen, verstehen und weitergeben. Und die nennt er dann sein Volk. Hat nichts mit Genetik zu tun. Ja? Gott ist nie darauf bedacht gewesen, immer nur eine Familie, eine Sippe, ein Clan, ein Volk als sein Volk zu haben. Gott ist ja kein, er sieht die Person nicht an. Er sucht Menschen, die seine Herrlichkeit verstehen und weitergeben. Und das hat er damals dem Volk Israel aufgetragen. Das hat er den Jüngern aufgetragen. Als er denen gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt, hat er eigentlich gesagt, ihr seid das geistige Israel. Schaut mal mit mir in Matthäus 5, die Erfüllung davon in Matthäus 5. Und das zeigt uns auch, Gott hat uns nicht beauftragt, einfach nur eine Botschaft weiterzugeben. Fakten und Daten. Er hat uns beauftragt, mit ihm zusammenzugehen. Damit alles, was wir sagen, eigentlich von seiner Herrlichkeit durchleuchtet und erstrahlt wird. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Berühmte Worte in der Bergpredigt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, sodass sie eure, was sehen? Eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Licht des Evangeliums wird mein Leben verändern, sodass andere Menschen an dem, wie ich bin und was ich tue, merken, dass Gott in meinem Leben ist. Das ist eigentlich das Größte, was Gott sich wünscht. Nicht, dass wir viel wissen über die Bibel und viel erklären können, sondern dass die Menschen sehen, dass Gott in unserem Leben wirkt. Dass wir mit Gott gehen, so wie Henoch, so wie Noah, so wie Abraham dann. Dann sind wir das Licht der Welt. Nun, es gibt noch mehr Bilder bei den Propheten, die das Licht verwenden. Wir schauen uns noch zwei andere Beispiele an. Und zwar in Hosea. Hosea 6 und dort Vers 1, Hosea 6, Vers 3, Verzeihung. In Hosea 6, da geht es darum, dass das Volk Gottes wieder umkehren soll, dass es seine Sünden bereuen soll und dass Gott das Volk wieder heilen wird. Ja? Wir lesen in Hosea 6 und dort Vers 3, so lasst uns ihn erkennen. Ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Das bedeutet also eine Beziehung mit Gott haben, nicht wahr? Sein Hervorgehen, mit anderen Worten, dass er für uns erscheint, über uns aufgeht sozusagen, ja, ist so sicher wie das Licht des Morgens. Als ihr gestern Abend schlafen gegangen seid, habt ihr euch gestern Abend gefragt, ich bin mal gespannt, ob morgen die Sonne aufgeht. Hm? Ist ihr jemals ins Bett gegangen und habt gesagt, ich weiß auch, ich mache mir echt Sorgen, ob die Nacht jemals aufhören wird. Ich habe noch nie einen Menschen, also Menschen machen sich wegen alles möglichen Sorgen, aber noch niemand hat sich jemals Sorgen gemacht, dass es nicht Tag wird, oder? Und die Bibel sagt, so sicher, wie wir heute ins Bett gehen und niemand von uns auch nur eine Sekunde darüber sich Sorgen macht, das wäre wirklich verschwendete Zeit. Wird es morgen werden? Weil wir wissen, weil es gibt Gesetzmäßigkeiten, ja, die Himmelskörper folgen festgelegten Bahnen, die Gott festgelegt hat. Wir wissen, die Sonne, also ich meine, sie geht nicht wirklich auf, aber für uns geht sie auf. Die Sonne wird in unser Leben wieder hineinleuchten, auf unseren Ort, wo wir wohnen. Sagt hier Hosea, genau so sicher können wir sein, dass Gott für uns eintritt, wenn wir ihn darum bitten. Weil die Tatsache ist, obwohl wir noch niemals uns Gedanken gemacht haben, ob am nächsten Morgen die Sonne wieder scheint, haben wir uns bestimmt schon oft Gedanken gemacht, jedenfalls ich, vielleicht bin ich der Einzige, aber ich denke, wir alle haben uns schon Gedanken gemacht, dass wenn wir gebetet haben, ob Gott unser Gebet auch wirklich erhört hat. Wenn wir um Sündenvergebung gebeten haben, ob er uns auch wirklich vergeben hat. Wenn wir unser Herz zerrissen haben, wir uns die Frage gestellt haben, ob er wirklich das auch annimmt. Aber hier steht, genauso sicher wie das Licht des Morgens, ist Gottes Hervorgehen über uns. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Verheißung. Wenn ihr morgen aufwacht und seht, dass die Sonne scheint, oder zumindest das Licht ist, nicht wahr? Man ist ja auch unter Wolken, aber wenn ihr seht, dass Licht am Morgen ist, dann erinnert euch an das, was wir heute studiert haben und sagt, danke Herr, deine Güte ist und deine Treue sind neu jeden Morgen, wie es in Klagelieder steht. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Übrigens, in Johannes 8, Vers 12 ist vielleicht nicht zufällig direkt nach Johannes 8, Vers 1 bis 11. Denn dort haben wir gesehen, dass als die Frau es ihr leid tut, oder dass Jesus hier dieser Ehebrecherin vergeben hat, nicht wahr? Egal, was wir getan haben, wir können uns sicher sein, dass Jesus uns vergeben möchte. Während die Pharisäer die Frau vernichten wollte und sie als Lockmittel missbraucht haben, um Jesus anzugreifen, möchte Jesus vergeben. Und deswegen ist er das Licht der Welt. Er möchte jedem Menschen vergeben. Er möchte die Finsternis vertreiben. Er möchte, dass wir wissen, dass er es gut meint. Maleachi Kapitel 4, Vers 2. Maleachi Kapitel 4 und dort Vers 2, letztes Buch im Alten Testament. Nicht 4, Vers 2, das stimmt überhaupt gar nicht. Es ist 3, Vers 20, Entschuldigung. Ich habe dies von der englischen Bibel übernommen, aber das ist in der deutschen Bibel 3, Vers 20. Natürlich, die englische Bibel hat hier eine andere Kapiteleinteilung. In Maleachi Kapitel 3 und dort Vers 20, dort steht ein ähnlicher Gedanke. Maleachi Kapitel 3, Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird was aufgehen? Die Sonne der Gerechtigkeit. Nicht die Sonne, ja, sondern die Sonne der Gerechtigkeit, eine noch bessere Sonne. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Gottes Licht blendet nicht, sondern heilt. Manchmal fühlen wir uns vielleicht auf den ersten Blick von so viel Wahrheit überwältigt, aber Gottes Licht, die Herrlichkeit Gottes, von der wir gerade im Offenbarungsseminar auch gesprochen haben, nicht wahr? Die uns vielleicht zu Boden wirft, wie den Saulus oder wie Jesaja oder Hesekiel oder Daniel oder Johannes. Diese Herrlichkeit ist immer da, um uns zu helfen. Und je mehr wir im Angesicht Jesus, das heißt in seinem Leben, wie er mit Menschen umgegangen ist, mit Menschen gesprochen hat, wenn wir in seinem Leben die Herrlichkeit Gottes sehen, umso mehr werden wir erleuchtet und geheilt. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Licht tatsächlich Heilwirkung hat. Ja, man hat schon in der Antike mit dem Licht Krankheiten zum Teil geheilt. Ja. Lichttherapie, ganz genau. Und das Licht ist sehr gesund. Es ist nicht nur süß für die Augen, wie der weise Salomo sagt, es ist auch durchaus sehr gesund. Man darf es natürlich nicht übertreiben jetzt, nicht wahr? Ihr wisst schon, mit der Haut. Aber in der Regel ist richtig angewandt Licht ein ganz, ganz großer Segen, heilt. Und hier haben wir ein bisschen diese Idee auch. Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf und heilt dich und mich. Das, was Jesus möchte. Er ist in die Welt gekommen, um uns zu heilen. Er ist gekommen, um diese Ehebrecherin zu heilen. Ja, und sie ging wirklich geheilt von dann. Wie schon gesagt, die jüdische Tradition hatte gesagt, dass Licht ein Name für den Messias ist. Wir gehen mal ins Neue Testament, in Lukas Kapitel 1. In Lukas Kapitel 1. Und dort lesen wir Vers 78 und 79. Lukas 1, 78 und 79. Das ist Zacharias. Ja, erinnert euch an die Geschichte, als Johannes der Täufer dann geboren worden ist und Zacharias endlich wieder reden kann, nach 9 Monaten. Da heißt es hier, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Ja, das ist das, was wir in Jesaja gelesen haben. Um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Ja. Damit deutet er an, Johannes, der geboren worden ist, soll ein Prophet sein für Gott selbst, denn das Licht kommt, das jetzt in der Finsternis scheinen wird. Lukas 2, nicht nur Zacharias bei der Geburt von Johannes, sondern auch Simeon bei der Geburt von Jesus hat das gesagt. Also an ganz wichtigen Schlüsselstellen im Leben Jesu oder in diesen Evangelien wird dieser Begriff vom Licht verwendet. In Lukas 2 und dort Vers 32. Ihr wisst ja die Szene, nicht wahr? Der Simeon hat da gerade den kleinen Jesus im Arm. Der ist ja nur ein paar Wochen alt und so ein Baby, das nur wenige Wochen alt ist, das weiß ich jetzt aus eigene Anschauung ist klein, nicht wahr? Klein und süß. Und er hat dieses kleine Baby Jesus im Arm. Und es heißt in Vers 32, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Das Licht soll auf Israel scheinen, aber nicht nur für sich selbst. Ja, das ist ja das Problem, dass wir oft den Segen Gottes für uns selbst haben wollen, so egoistisch. Aber es soll Israel verherrlichen, wodurch? Indem es Licht wird für andere, für alle Heiden. Das ist die Idee, was Jesus sein soll. Und dann spricht Jesus in Johannes 3 auch selbst über das Licht. Ja, also nicht nur ist in dem Alten Testament davon die Rede, sondern auch im Neuen, wie wir schon gesehen haben. In Johannes 3, in was für ein berühmtes Gespräch finden wir in Johannes 3? Mit wem redet Jesus dort? Mit Nicodemus, ganz genau. Und es heißt dann weiter, in Vers 16 ist natürlich weltberühmt, aber in Vers 19 heißt es, in Johannes 3, ab Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das was in die Welt gekommen ist? Das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also bei diesem geistlichen Licht kann man wählen zwischen Licht und Finsternis. Deswegen sagt Jesus, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was bedeutet, man kann sich auch gegen Jesus entscheiden, dann bleibt man in der Finsternis. Und warum würden Menschen sich gegen das Licht entscheiden und lieber in der Finsternis sein? Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Ganz genau. Und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Es ist ja sogar in der realen, in unserer Welt, real ist alles, aber was hier steht, aber in unserer natürlichen Welt ist es ja so, dass Verbrechen eher in der Nacht geschehen, oder? Die Sünden, die es so gibt, sind meistens nicht im hellen Tageslicht, das gibt es auch, aber in der Nähe, meistens wird Sünde mit Nacht verbunden, ja? Weil man nicht entdeckt werden will, man will nicht gesehen werden, das soll geheim geschehen. Wer Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht. Vers 21, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan werden, denn das Licht offenbart, wie wir sind. Und das ist auch wichtig, das Licht heilt, aber es offenbart auch. Es zeigt, wer wir wirklich sind und zeigt uns auch, dass wir Heilung benötigen. Deswegen kann manchmal es auch durchaus etwas schmerzhaft zuerst sein. Übrigens, wenn das Licht aufdeckt und Menschen das Licht hassen, weil es ihre Sünden aufdeckt. Haben wir vor kurzem eine Geschichte gelesen, wo Jesus Sünden aufgedeckt hat? Bei der Ehebrecherin, oder? Als er in den Sand geschrieben hat, als er die Sünden der Pharisäer, der Obersten, aufgedeckt hat. Sie waren beim Licht der Welt. Und was haben sie gemacht? Sind gegangen. Sie haben buchstäblich das Licht gehasst, denn es hat ihre Sünden aufgedeckt. Also sind sie gegangen und konnten nicht davon profitieren. Ja? Also da sehen wir auch den Zusammenhang von der Geschichte Johannes 8, die Ehebrecherin, zu diesem Vers, ich bin das Licht der Welt. Noch ein interessanter Vers, den ich sehr interessant fand jetzt in der Vorbereitung, der mir vorher nicht so bekannt war, nicht so bewusst war zumindest. In Apostelgeschichte 26, das ist Paulus, der jetzt hier vor König Agrippa sein Zeugnis gibt. Apostelgeschichte 26 und dort Vers 23. Apostelgeschichte 26 und dort Vers 23. Dort sagt Paulus, als er jetzt sein Zeugnis gibt über das, was er auch predigt, nämlich, Vers 23, dass der Christus leiden müsse, und dass er also das ist jetzt das, was die Propheten vorhergesagt haben, ja, dass der Christus leiden müsse, und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. Könnt ihr sehen, das ist Jesaja, ja? Für das Volk und für die Heiden. Schaut den Vers mal genau an. Wann würde Jesus insbesondere das Licht verkündigen? Wir kennen die Texte, wo er auf der Erde war, nicht wo er mit Nikodemus gesprochen hat, wo er jetzt in Johannes 8 sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber wann würde er besonders das Licht verkündigen? Nach der Auferstehung, oder? Könnt ihr das sehen? Wir würden vielleicht denken, so hätte ich das vielleicht auch formuliert, Jesus kam auf die Erde, er war das Licht der Welt, hat mit der Ehebrecherin gesprochen, hat ihr vergeben, hat mit dem Nikodemus gesprochen, hat Menschen geheilt und gepredigt, er war das Licht der Welt. Dann stirbt er, steht wieder auf, geht in den Himmel und jetzt sind wir das Licht der Welt, oder? Jetzt machen wir seine Aufgabe weiter. Aber was Paulus sagt, ist was anderes. Er sagt, Jesus, der schon das Licht der Welt auf der Erde war, ist gestorben und auferstanden. Und weil er auferstanden ist, deswegen verkündet er jetzt das Licht. Und ich, Paulus, bin nur so ein kleiner Mitarbeiter. Ja? Es ist Jesus, der das Licht verkündet. Und deswegen ist es nicht so, dass wir einfach den Staffelstab von Jesus übernehmen. Wir haben quasi nur seine Mission, wir sind nur beigetreten. Er verkündet das Licht jetzt nämlich nicht mehr von Jerusalem oder von Kapernaum oder von Bethlehem oder Nazareth aus, sondern von wo aus verkündet er das Licht? Wo ist er jetzt nach seiner Himmelfahrt? Vom Thron Gottes, wo er zu Rechten sitzt, als Priesterkönig, als König der Könige, der er bald dann auch in Realität sein wird, also auf dieser Erde sein wird, aber als Priester, als König, der jetzt als Priester für uns eintritt und allen Menschen auf der gesamten Welt das Licht präsentieren will. Deswegen sagt er, das Evangelium vom Reich soll dieses Evangelium vom Reich soll gepredigt werden in der ganzen Welt und dann wird das Ende kommen. Er verkündet Licht. Das ist ganz wichtig. Nicht wir arbeiten für Jesus, sondern Jesus arbeitet und wir dürfen mithelfen. Das verändert die Perspektive. Und das heißt auch, wir sollten so arbeiten, wie Jesus arbeitet. Wir sollten auch das Licht verkünden, so wie Jesus verkündet hat. Es ist nicht so, dass wir nur von Jesus was lernen können, so wie er es früher gemacht hat, sondern wenn wir mit ihm mitarbeiten, müssen wir es so machen, wie er es jetzt verkündet. Und dazu müssen wir ihn immer besser kennenlernen. Einer, der damals in Johannes 8 daneben stand, hat sich noch viele Jahrzehnte später daran erinnert. Schaut mal, wir in Johannes Kapitel 1. Johannes war mittlerweile ein alter Mann. Aber Ellen White sagt, er hat sich genau daran erinnert, wie Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt hier in Johannes 1 ab Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht, von Jesus, das wahre Licht, das Licht der Welt, welches jeden Menschen erleuchtet. Wie viele Menschen werden vom Licht der Welt erleuchtet? Alle, jeder Mensch. Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich wie viele Menschen zu mir ziehen? Jeder Mensch wird durch die Natur, durch den Heiligen Geist, durch das Gewissen, durch das Wort Gottes auf die ein oder andere Weise von Jesus angeleuchtet. Und jeder kann entscheiden, ob er das annimmt oder ablehnt. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es gibt eine interessante Aussage von Ellen White, wo sie Folgendes sagt. Wir können die Linie. Hier. Die Welt hat ihre großen Lehrer gehabt. Menschen von gigantischem Intellekt und wunderbarer Forschung. Menschen, deren Äußerungen Gedanken angeregt haben und die enorme Felder des Wissens unserem Blick geöffnet haben. Und diese Menschen sind als die Leiter und Wohltäter der menschlichen Rasse angesehen worden. Aber, sagt sie, einer steht höher als sie. Sie sagt, wir können die Linie der großen Lehrer der Welt so weit zurückverfolgen, wie menschliche Berichte existieren, aber das Licht war vor ihnen. So wie Sonne und auch die Sterne des Sonnensystems durch das reflektierte Licht der Sonne scheinen, meint sie die Planeten, die dann auch als Sterne sichtbar sind. So ist es, dass soweit ihre Lehren wahr sind, soweit reflektieren die größten Denker der Welt lediglich die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit. Was sie sagt ist, es gibt keinen Philosophen, keinen Mathematiker, keinen Physiker, keinen Virologen, keinen Experten auf dieser Welt, der etwas Wahres sagt, was er alleine entdeckt hätte. Jede Wahrheit, egal auf welchem Wissensgebiet, ist letztendlich nur eine Reflexion dessen, was Jesus weiß und kann. Er ist das Licht. Sie sagt, jeder Gedanke, jeder Blitz des Intellekts, jeder Gedankenblitz, ja, ist von dem Licht der Welt. In diesen Tagen hören wir viel von höherer Bildung. Ja. Aber sie sagt, die wahre höhere Bildung wird von dem gegeben, in dem alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Jesus das Licht der Welt ist. Ein Licht, das auch unser Leben erleuchtet. Und wenn wir in der Finsternis uns gerade befinden, dürfen wir auf Gott vertrauen. 2 Texte noch am Ende. Psalm 18, und dann sind wir fertig mit für heute. Im Psalm 18, Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Psalm 18 und dort Vers 29. David. Glaubt ihr, David hat in seinem Leben finstere Momente erlebt? Hat David erlebt, wie es ist, in der Finsternis zu wandeln? Er weiß von dem Tal des Todesschattens, oder? In Psalm 18, Vers 29 sagt David, ja, du zündest meine Leuchte an. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Auch wenn es in unserem Leben dunkel ist, Gott zündet in unser Leben ein Licht an. Wodurch? Indem wir dort sind, wo Jesus ist. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. In Psalm 50 und dort Vers 12, damit enden wir heute, ganz toller Vers. Psalm 50 und dort Vers 10, Entschuldigung, es ist nicht 12, sondern 10. Psalm 50, Vers 10. Dort heißt es, wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Wenn wir gerade durch die Finsternis gehen, dann müssen wir Gott vertrauen. Und darauf vertrauen, dass Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern inmitten dunkler Umstände kann in unserem Leben ein Licht aufgehen. Ein Licht, das nicht nur uns selbst den Weg weist, sondern andere zu Gott führen. Ich möchte so ein Licht sein. Ihr auch? Lasst uns gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns heute Abend gesprochen hast und dass wir besser verstehen können, was es bedeutet, dass du das Licht der Welt bist. Hab Dank, dass wir dieses Licht weiter reflektieren dürfen. Und wir danken dir, dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen. Herr, lass uns immer verstehen, dass jede Wahrheit, die wir verstanden haben, jeden guten Gedanken, jeden Geistesblitz, der uns kommt, nichts weiter ist als eine Reflexion dessen, was du schon längst wusstest. Dass es keinen Grund gibt, stolz zu werden, aber allen Grund gibt, dankbar zu sein, weil du uns erleuchtest mit deinem Licht. Herr, lass uns das nicht vergessen, das bitte ich dich von ganzem Herzen. Für mich persönlich, für jeden, der heute hier ist und der später das Video ansieht. Erleuchte uns mit deinem Licht, mit der Herrlichkeit deines Charakters im Angesicht Jesu, der jetzt für uns eintritt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.